Das Archiv der Avantgarden besteht aus ungefähr 1,5 Millionen Objekten, die einen Zeitraum von ungefähr 1905 bis in die 1980er Jahre umfassen. Das Archiv der Avantgarden ist ein globales Archiv. Das heißt, es hat Bestandteile aus der südamerikanischen Avantgarde bis hin zur polnischen Avantgarde. Es umfasst Philosophie, Literatur, bildende Kunst, Architektur, angewandte Kunst, Musik, Klanginstallationen, Filme. Und dieses umfassende Denken ist eben sehr wichtig. Das Archiv von Egidio Mazzona ist ein ganz besonderes Archiv, denn man muss bedenken, wie Egidio Mazzona zum Sammeln gekommen ist. Er war in den 60er Jahren in Düsseldorf und hat dort in der Nähe der Galerie Konrad Fischer eigentlich seine Prägung durch die Zeit der Konzeptkunst und Minimal Art erfahren. Das heißt, es geht ja nicht unbedingt um die Materialisierung des Werks, sondern um die geistigen Prozesse, also um die Frage, wie entwickelt sich das Kunstwerk und auf dem Weg dahin, was für Materialisierungen gibt es, Einladungskarte, Plakate und so weiter. Das hat er gesammelt. Er wollte praktisch diese geistigen Prozesse zum Ausdruck bringen. Weiterhin würde ich nochmal betonen, dass Egidio Mazzona oft auch die besonders unabhängigen Geister, also auch Außenseiter der Szenen, deren Nachlässe aufgekauft hat. Immer mit einem Blick auch für das Subversive und Abgründige. Es ist zwar insofern systematisch, als er sich darauf konzentriert hat, die Ismen des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern zu sammeln, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder von einer unerschöpflichen Anarchie, weil er Nachlässe aufgekauft hat, die aus bestimmten Bruchstücken bestehen. Aber erst im Zusammenklang dieser vielen Bruchstücke ergibt sich eben dieses wahnsinnig aufregende Netzwerk aus unglaublich vielen geistigen Ideen. Das Besondere hier im Archiv der Avantgarden ist die Zusammenstellung der Dokumente und Materialien. Also Sie finden hier ein Möbelobjekt, ein Designobjekt, aber auch Material, das den künstlerischen Prozess beim Entwurf dieses Stuhles dokumentiert, also einen Bauplan. Aber Sie finden auch Materialien, die wie Fotos oder Dokumente, die den weiteren Verlauf, das weitere Leben dieses Stuhles dokumentieren. Und ich glaube, dass diese Art der Zusammenstellung der Sammlung einmalig ist hier in Deutschland und wahrscheinlich sogar einmalig auf der ganzen Welt. Ein Anspruch von uns, von den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, wird es sein für die Zukunft, dass wir uns fragen, welche Aspekte dieser Avantgarde sind vielleicht noch gar nicht umgesetzt worden in der eigenen Zeit. Wo verbergen sich eigentlich die radikalen Potenziale, die Utopien der Avantgarde, die wir fruchtbar machen können für unsere eigene Gesellschaft, für unser eigenes Leben, für die Menschen im 21. Jahrhundert? Ein ganz, ganz entscheidender Faktor war es, dass wir aus dem Archiv ein Living Archive machen wollen. Eben deshalb, wir wollen sehen, wie kann man es in unser Leben hineinwirken lassen. Es geht also nicht nur um geschichtliche Aspekte oder um La Pola, sondern es geht darum, wirklich zu gucken, wie kann man Schicht für Schicht abtragen und durch neue Aktivierungen im eigenen Diskurs, im eigenen geistigen Prozess dieses Archiv von großer Brisanz werden zu lassen für uns alle. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir dieses globale Archiv in Dresden und im Freistaat Sachsen auch lokal verankern. Das heißt, dass wir extrem stark mit den Menschen vor Ort arbeiten und auch deren Wissen mit einbringen, es miteinander verknüpfen.
darin sehen wir auch Vorbilder, zum Beispiel gerade im süd- und mittelamerikanischen Bereich. Wenn man dort an die großen Museen denkt, Lina Bobardis, wo es eben darum ging, wirklich das Museum als Demokratiemaschine zu begreifen, als Schule, wo die partizipative Arbeit und die Diskussion mit den Menschen im Museum selbst eine ganz große Rolle spielt. Forschung auch als ein großes gemeinsames partizipatives Projekt begriffen wird. Darin liegen auch Vorbilder für das Archiv der Avantgarden. Es soll ein Platz sein, wo man sich einfach gerne aufhält. The place to be. Für viele junge Menschen. Vielleicht haben wir eine Öffnungszeit in der Nacht. Wir wollen auch die Möglichkeit nutzen, dass wir uns in der Natur befinden, so direkt an der Elbe, mit den schönen offenen Wiesen. Vielleicht gibt es einmal die Möglichkeit, dort direkt zu baden. Wir sind direkt an der Augustusbrücke, also ganz zentral, und haben den fantastischen Blick, den sogenannten Bellator-Blick, zurück auf die schöne Silhouette von Dresden. Es ist also von der Lage her eine ideale Situation. In einem Dreieck mit zwei anderen Gebäuden, die wir bespielen, nämlich dem Museum für Sächsische Volkskunst und dem Japanischen Palais. Ich stelle mir vor, dass ganz viele internationale Forscher, auch junge Menschen, zusammenkommen, um das Archiv zu nutzen, auf vielfältigste Art. Dass wir Ausstellungen in der ganzen Welt damit befruchten, dass wir unsere Forschung vorantreiben. Wir haben also ein großes Konvolut, also eine große Quantität von Kunstwerken, Objekten, Archivalien zu fassen in dem Haus. Auf der anderen Seite wünschen wir uns große Transparenz, Lebendigkeit und offene Räume, in denen vor allem auch Menschen zusammenkommen, um sich miteinander auszutauschen und wir über Ausstellungsformate und Performances und Aktivitäten einen ganz, ganz lebendigen Diskurs schaffen können.